Hi Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ja, willkommen zurück in der Hölle. Wir sind immer noch in diesem furchtbaren, 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 furchtbaren Gefängnis und da vorne ist noch eine Tür, die ich nicht ausprobiert hatte. Das ist mir schon Ende letzten Parts aufgefallen und das sticht mir die ganze Zeit ins Auge und deswegen probieren wir die auch nochmal aus. Die müsste hier irgendwo auf der linken Seite kommen. Hier ist aber sowieso kaputt. Okay. Und dann frage ich mich natürlich immer, ob ich diese ganzen Bücher und Notizen alle auch mir angeguckt habe. Ich bin oft auch dran vorbeigelaufen. Ich glaube, da ist aber nichts für uns. Oh, ist schön hier. Gar nicht furchteinflößend. So, ich werde dann hier nochmal durchgehen. Ich glaube, es spielt keine Rolle. Genau, wir können ja jetzt auch da durch, da vorne links, weil wir das. Ja, aufgemacht hatten die Tür. Das heißt, wir können jetzt auf die andere Seite laufen. Das tun wir mal. Es ist so schrecklich hier. Ach ja, es ist schön hier. Hatten wir alles hier? Geht klar, er nuschelt da immer irgendwas vor sich hin. Ach so, ja, da ist sogar die Tür offen. Hä? Ich hoffe, wir haben hier alles, ja, an Türen mitgenommen, weil es ist sehr schwer zu erkennen, finde ich. Er guckt da auch irgendwo hin. Er guckt da definitiv hin, da ist irgendwas. Wo guckst du hin, mein Lieber? Da muss etwas so Riesiges sein, dass er da hinguckt. Ich weiß nicht, was da ist, aber ist es vielleicht auch besser, wenn man die Tür da nicht öffnen kann. Gut. Oder auch nicht gut. Was auch immer das ist. Was ist denn hier noch? Wer läuft denn hier noch rum? Ich dachte, ich hätte die alle getötet. Ja, egal. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Oh, die letzte können wir auch noch nehmen. Ja, gut. Ich komme ja eh nicht drum rum. Laufen wir bis zum Ende und gehen da irgendwo hinten rein. Welche Tür ist es denn jetzt? Das kann ja nur die sein, ne? Oder wie? So, ich stehe jetzt geradeaus. Ach so, die links von mir, aber es geht nicht, weil da eh zu ist. Okay, da wäre nämlich noch hier unten so eine Tür gewesen, dachte ich jetzt. Gut, dann gehen wir da hinten links nochmal rein, da waren wir auch noch nicht. War ich jetzt hier schon? War ich jetzt hier schon? Ja, aber ich höre so viele Viecher da drinnen noch. Warum höre ich da noch so viele Viecher? Wahrscheinlich, weil die einfach hier in ihren Käfigen sind. Okay, man kann die eigentlich immer noch alle ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob ich. Ja, dann gehe ich da eben nochmal lang. Ah, super. So, jetzt sind die aber wenigstens alle, immer noch nicht alle. Okay, da ist immer noch die letzte Tür. So, welche habe ich denn noch nicht? Eigentlich müsste ich das da hinten auch noch machen. Ach, genau neben mir. Genau neben mir. Und da liegt noch was, oder was? Da ist sogar noch was. Okay. Habe ich sogar noch was übersehen gehabt.
Gut, eigentlich müsste ich das genauso wie hier auch noch. Da ist sogar immer noch eine Tür, die ich nicht ausprobiert habe. Das gibt's ja gar nicht. Eigentlich müsste ich genau dieses Konzept da hinten auch noch mal machen, aber da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust zu. Ich gehe jetzt da vorne noch mal links rein. Hier ist auch nichts. Hier. Oh, die ist sogar offen. Warum? Was kommt hier? Okay. Hier liegt irgendwas. Gewehrpatronen. Ja, Pistolenpatronen dürft ihr mir jetzt auch langsam wieder geben, weil irgendwie benutze ich die ganze Zeit nur die Pistole. Was ist denn das hier eigentlich noch? Hier liegen blutbefleckte Kleidungsstücke. Ja, das wundert mich nicht an diesem Ort, ganz ehrlich. Kaputt. Und das war's? Okay. Na dann. Gehen wir wieder raus. Gehen wir darüber. Was ist das zur Hölle? Was ist das zur Hölle? Ich gehe hier an der Wand lang. Was ist das? Und was ist das? Irgend so ein, weiß ich nicht. Ich gebe dir das Blut als Zeichen meiner Buße für die drei Sünden. Es steht oben auf dem Bild. Unter dem Bild gibt es drei quadratische Vertiefungen. Da soll ich doch bestimmt. Oh, die Geräusche sind ja ganz schlimm hier. Ich gebe da jetzt diese Tafeln rein. Ich will mich hier gar nicht weiter umgucken. Verwenden. Ich habe die Tafel der Unterdrücker reingesteckt. Dann nehme ich noch die nächste Tafel, denn die passen ja hier scheinbar sehr schön rein. Ich habe die Tafel gefräßiges Schwein eingesteckt. So, und jetzt die letzte. Wenn wir sie schon haben, und ich dachte, ich müsste noch mehr Tafeln finden. Okay. Ich habe die Tafel die Verführerin eingesteckt. Oh mein Gott! Wieso schreit er denn? Warum schreit er denn? Weil das ein Galgen-Ding ist. Was? Drei Stricke hängen vom Gerüst. Oh Gott. Muss ich jetzt. Oh, pass auf, Henry. James. Henry. Komm ich denn jetzt hier auf Henry? Muss ich die ändern irgendwie? Kann ich die noch ändern? Oder war es das jetzt? Weil ich kann die ja nicht mehr nehmen. Und da sieht man auch übrigens zwei Pyramidenmänner mit einem Mann in der Mitte, der hängt. Und ich hoffe nicht, dass wir das sind. Was kann ich denn jetzt hier machen? Ich meine, er hat geschrien. So, was heißt denn das jetzt? Was ist, wenn ich jetzt hier weiterlaufe? Nichts? Was hört man denn dann aber hier? Drei Stricke hängen hier. Was mache ich jetzt hier? Soll ich mich jetzt erhängen oder was wollt ihr? Leute, was soll ich hier machen? Kann ich die irgendwie verwenden? Sieht so aus, könnte ich das hier nicht verwenden. Das Feuerzeug, das Messer, keine Ahnung. Kann ich hier irgendwas machen? Boah, ich hab voll Schiss, weil das hier so ein riesiger Platz ist und da zwei Pyramidenmänner gezeigt wurden und. Ja. Ne, nicht, dass hier. Kannst du mal aufhören, so doof runterzufallen? Dann laufe ich jetzt wieder weg. Tschüss. Ja, es. Ist klar. Wo guckst denn du hin? Ach, er guckt hier hin. Oder nicht?
Wo hat er denn hingeguckt? Ich ignoriere das Getrappel einfach hinter mir. Das sind ja nur die Pyramiden-Zentauren-Männer. Ach so. Ich habe ein Hufeisen. Ach so. Das konnte ich mitnehmen hier von außen. Ah. Okay. Gut. Ich habe die Tafeln eingesetzt. Jemand hat geschrien. Genau, da ist unser Galgen eingezeichnet. Das ist ja total schön hier. Ich laufe jetzt da vorne mit diesem ekligen Manngeräuschen nochmal durch den Flur. Dann kann ich dabei auch nochmal die Türen abklappern. Und dann... Ist das hier? Ja. Dann werde ich das Hufeisen möglicherweise einsetzen können. Kombinieren. Hufeisen. Metallenes Hufeisen. Es hing am Tor des Sportplatzes. Das können wir nämlich als... Ja, die Musik. Übertreib mal nicht die Musik. Waren wir hier schon? Ach ja, hier war ja dieses 436 Zuschauer beim Konzert, genau. Ja, okay, hier waren wir schon, okay. Ich weiß auch nicht, was der da nuschelt. Der brennende Mann nochmal. Ja. Ich werde jetzt einfach die Türen hier ausprobieren. Egal, ob da Monster drin sind oder nicht. Wie hoch er da immer guckt wegen diesem Wesen. Voll gruselig. Ja, und dann diese bescheuerte Perspektive immer. Jetzt müsste ich die doch alle haben, oder? So. Ich will nur wissen, ob ich sie jetzt alle hab. Ja, eigentlich schon. Gut. Links rein. Und dann müsste es hier, glaube ich, irgendwie runtergehen, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich täusche mich. Ja, ich täusche mich, weil ich nämlich da hinten nur durchkomme. Okay, Moment. Ich drehe mich um. Und muss hier irgendwo links durch. Ich nehme die nächste, die... Ja, genau hier wollte ich lang. Und dann da hinten durch. Ja, genau, jetzt bin ich hier an dieser Klappe. Und dann kann ich das hier nämlich verwenden als Griff, ne? Ja. Sehr gut, damit alleine kann ich nichts anfangen. Wie jetzt? Ah, kann ich das vielleicht so... Ist jetzt eine Idee, ich habe keine Ahnung, aber kann ich das hier ran kleben? Verwenden. Wenn ich das Wachs in das Loch bekommen will, muss ich es zuerst schmelzen. Okay, dann nehme ich das Hufeisen da rankleben. Kombinieren mit dem Ding. Und dann verwenden. Weil wir haben jetzt alles. Es ist sinnlos, das Wachs einfach nur zu schmelzen. Ah, dann mit dem Hufeisen direkt, oder? Kombinieren. Kombinieren mit Hufeisen. So. Jetzt können wir es alles miteinander verwenden. Und? Ah, sehr gut. Und jetzt kann ich da reinspringen, oder was? Willst du hineinspringen? Ja, okay. Viel Spaß, James. Ich habe nicht gespeichert, aber... No risk, no fun. Hallo? Was? Sieht aus, als wäre das Schloss kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Na, das wundert mich ja hier nicht. Ist auch kaputt.
sind wir denn hier überhaupt? Kaputt. Kaputt. Offen. Wo sind wir hier? Leichenschauhaus. Hat sich das gerade bewegt oder habe ich mir das nur eingebildet? Also hier würde ich mit allem rechnen. Die Leiche riecht ekelerregend nach fauligem Fleisch. Ein abscheulicher Gestank kommt aus dem Loch. Findet er da vielleicht irgendwas im Loch? Boah, voll die Blutspur hier auch. Wo komme ich jetzt her? Habe ich eine Karte hier? Ich habe keine Karte. Na super. Dann brauchst du mir auch mal nicht die große Karte zeigen. Das interessiert uns dann. Ich glaube, ich komme von da, weil die Beine hier waren. Ja. Diese Leiche, stammt sie aus diesem Loch? Ey, noch ein Loch? Bevor ich da reinspringe, will ich nochmal auf die andere Seite, weil ich die andere Tür noch nicht ausprobiert hatte. Die da. Ach so, es ist eh kaputt, ne? Ja, okay, alles klar. Ja, dann Abmarsch nach unten weiter, ne? Ist ja so nett hier. Was? Er hat doch gerade irgendwas mit Oh mein Gott gesagt, oder? Sag es nochmal. Oh mein Gott. Das wäre wenigstens meine emotionale Reaktion von James, der ja irgendwie immer nicht so viel zu sagen hat zu dem Ganzen. Da ist ein Loch im Fußboden. Ich kann keinen Boden sehen. Wie weit führt das? Ja, natürlich gehen wir hinunter, weil wir springen Loch für Loch einfach immer weiter runter. Oh ja, Yippie, ist voll schön hier. Scheiße. Oh. Mit einer Tür. Hä, wo sind wir denn hier? Was, noch weiter runter? Ey, das geht ja gar nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ach so, die Tür geht runter in das Loch. Noch ein Loch. Muss ich wirklich herunterspringen? Ja, willst du hier verrecken? Okay, wir sind jetzt super weit nach unten gesprungen. Er sieht da irgendwas. Was siehst du denn hier? Oder da? Also entweder im Fahrstuhl... Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Irgendwas liegt da. Ich weiß noch nicht, was da liegt. Ich will nur noch nicht reingehen. Ich glaube aber, wir müssen da reingehen, weil hier ist nichts mehr. Sieht halt immer aus, als würde hier auf dem Boden was liegen, aber ich glaube, er meint das da genau. Schrotpatronen. Wo kommen denn hier auf einmal die Patronen her? Oh, und sogar noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Sieht nach Kampf aus. Gewehrpatronen. Und der Fahrstuhl ist gerade von alleine zugegangen. Noch mehr Gewehrpatronen. Patronen für die Pistole. Mein Controller vibriert. Mein Controller vibriert. Scheiße, wo geht's denn jetzt hin? Ich lade mal eben neu. Und ich nehme mal das Jagdgewehr. Boah, mein Gamepad, das vibriert jetzt richtig doll. Als würde es alles so richtig wackeln in echt. Tut's ja auch. Scheiße, wo geht's denn hin, ey? Zum Erdkern? Ja. Nee, ist klar.
In die Hölle oder was? Ab in die Hölle mit dem Fahrstuhl. Oh. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hingefahren? Hingefahren? Und ein Speicherpunkt, das sagt doch alles, oder? Ganz viel Muni und ein Speicherpunkt, das sagt doch wohl alles. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Aber es sieht verdammt nochmal nach Kampf aus. Und ich würde sagen, ich speichere hier und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 2. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wünscht mir Glück. Bis dann.